Mich hat schon so lange niemand mehr angemacht. Das ist. Also, das ist ganz verreckt. Wirklich, nein, das kommt mir nicht in den Sinn. Ich bin nicht mehr interessant. Ich bin weg vom Markt. Mimi, wenn man dein Buch so anschaut, hat man das Gefühl, es ist jederzeit so weit. Diesen Monat wirst du zum zweiten Mal Mami. Wie geht es dir? Soweit eigentlich okay. Aber die Vorfreude ist riesig natürlich. Ich glaube, es muss auch so sein, dass man Ende Schwangerschaft ein bisschen genug von dem Ganzen hat. Das war beim Louis auch so gewesen. Also ich mag mich noch gut erinnern, die letzten zwei Monate beim Louis sind heftig gewesen. Jetzt ist es nicht gross anders und darum ja, freue ich mich, wenn es soweit ist. Du hast immer den Vergleich zu der Schwangerschaft von Louis. Was ist anders jetzt? Also beim Louis hatte ich null Geläusch. Jetzt habe ich Geläusch, ich habe Smoothies runtergeleert, literweise Smoothies runtergeleert. Am Anfang bin ich wirklich wie ein Frischbachweckli aufgegangen. Die Beine kommen zusammen beim Laufen. Schon in der sechsten Woche habe ich wirklich keine Hose mehr zugebracht. Nur noch Schwangerschaftshose können anlegen. Du hast ja auch mal gesagt, du sagst nicht gerne schwanger. Bist du froh, wenn das Kind dann einfach da ist und draußen ist und das vorbei ist? Auf alle Fälle. Ich habe wirklich seit dem Mai habe ich gar nichts mehr gemacht. Wir haben dann noch gezügelt, dann sind noch so Schwangerschaftsdepressionen dazugekommen, wo ich wirklich auch nicht gewusst habe. Ich bin einfach rumgelegen, ich habe gekühlt, ich bin überhaupt nicht mehr zu Schlag gekommen mit dem Ganzen. Nicht gegen das Kind, weil auf das habe ich mich immer gefreut, aber einfach nicht zu Schlag gekommen mit den ganzen Veränderungen. Und ich bin eine Person, die extrem gerne anpackt. Ich komme mit 5 Stunden Schlaf wunderbar zurecht. Ich bin den ganzen Tag unterwegs. Und einfach das müssen wieder zu akzeptieren, dass ich zurückfahren muss und dass ich halt beim Zügeln auch nicht anpacken kann. Und das einfach die Sache, ich kann es wie nicht beschreiben. Aber ich muss jetzt vielleicht halt liegen. Es tut nicht schlimm. Aber die Emotionen, das sind die Emotionen natürlich von den ganzen Hormonen, die übernehmen und du kannst wie nichts machen, oder? Wie hat dann der Rafa reagiert? Ja, dann ist es dann auch nicht so recht gegangen. Männer wissen manchmal auch nicht so genau, wie reagieren, nicht wahr? Ich glaube, das wissen wir alle, wie Frauen. Nein, er hat natürlich beim Zügel extrem viel machen müssen. Das hat man dann irgendwie eben auch leid tun. Aber er hat immer gesagt, Gango liegen, Gango schlafen. Und ja, und auch wenn ich am Heulen war, bin ich eben, er hat es eigentlich extrem gut gemanagt, das Ganze. Und ja. Du hast dich wieder für einen Kaiserschnitt entschieden. Wieso? Weil ich mir das einfach überhaupt nicht vorstellen kann, normal gebären. Es ist für mich heilig, es ist für mich etwas, wo ich extrem auch Angst davor hätte. Auch zum Teil Stories gehört, was alles passieren kann. Halt eben, wo da vielleicht nicht gesagt wird, mit Inkontinenz und, oder? Und aufschneiden. Und das eben, nein, das oder ist okay. Reissen, genau. Es ist okay, es ist heilig da unten und es soll so bleiben. Wird es für das Neugeborene auch einen Insta-Kanal geben? Der Louis, der hat ja einen eigenen Kanal auf Instagram. Habt ihr euch das schon überlegt? Also Louis hat den auch erst mit, jetzt muss ich selber überlegen, erst mit 2 haben wir den gemacht. Ja. Genau, also ganz sicher jetzt und am Anfang, was dann wird kommen, das sehen wir dann. Mhm. Der Rafa und du, ihr habt ja im letzten halben Jahr einige Shitstorms müssen erleben. Das eine war wegen der Black Lives Matter Demo, wo du in der Emotion raus etwas gepostet hast, wo total im falschen Hals kam bei vielen Leuten. Und das zweite war mit dem Fake-Instagram-Account von Louis, wo da jemand sein Unwesen getrieben hat und alle ganz wirst beschimpft hat. Habt ihr in diesem ganzen Hass-Internet überhaupt noch Lust, weiterhin Influencer zu sein? Also ich glaube, man macht sich schon Gedanken. Das ist ja normal. Man sieht einfach, wie schnell etwas ein riesiges Ausmaß kann nehmen. Oder auch etwas, wo man glaube, denkt, es ist normaler Menschenverstand. Es eben dann nicht ist. Also wie kommt man überhaupt auf die Idee, irgendein Profil für jemanden, also ein Kind anzulegen, das zu fälschen? Eben, das kennt mir gar nicht den Sinn. Ich glaube, die meisten Leute auch nicht. Und da fragt man sich schon. Also die Lust ist dann schon ein bisschen vergangen an dem Ganzen. Und auf dem Fake-Account von Louis hat es ja wirklich auch alte Fotos drin gehabt von ihm, die ihr irgendwann mal in euren Stories gehabt habt. Macht einem das dann nicht ein bisschen Angst? Da muss ja wie quasi jemand die Fotos von ihrem Kind effektiv gesammelt haben über längere Zeit? Ja, das haben wir uns auch überlegt, weil es sind wirklich zum Teil alte Stories waren, die da abgefilmt worden sind. Und da fragt man sich natürlich logischerweise, du, was macht der mit diesen Stories? Aber es gibt ja ganz viele Eltern, auch, die in der Öffentlichkeit stehen, die ihr Kind überhaupt nicht zeigen, die halt dann ein Smiley aufs Gesicht machen oder was auch immer, die sich bewusst dagegen entscheiden, ihr nicht, obwohl
das jetzt passiert ist mit dem Louis. Ja, ich glaube, da gibt es wirklich geteilte Meinungen. Oder? Die eine Hälfte findet das absolut daneben, dass man das Kind zeigt. Und die andere Hälfte findet das ganz normal und macht das auch. Und ich gehöre halt zu dieser Hälfte, weil es ist Teil von meinem Leben. Und Instagram ist Teil von meinem Leben. Also, aber für mich ist schlussendlich klar, logisch höre ich nicht auf. Das ist ja eine Minderheit. Also ich habe viel mehr positive Messages gehabt. Meine Followers sind gewachsen. Aber und es ist natürlich schon so, es ist euer Beruf oder ein Teil. Es ist ein Teil vom Beruf. Ja. Es ist nicht ein Hauptberuf, es ist ein Teil vom Beruf. Und eben, es gehört, dann nimmt man das auch in Kauf? Nein, ich glaube, in Kauf nicht. Ich glaube, es wird niemand Opfer von einem Shitstorm werden. Aber wie gesagt, es gibt ganz verschiedene Beispiele. Und wenn jemandem das nicht passt, dann passt das jemandem nicht. Und das ist auch okay. Man sollte ja verschiedene Meinungen haben. Ich akzeptiere auch verschiedene Meinungen. Und muss nicht auf jemanden losgehen wegen dem. Und das finde ich schade, dass irgendwie der Respekt und das Akzeptieren von verschiedenen Meinungen irgendwie nicht mehr so da ist. Oder dass das einfach zerstört werden kann. Mhm. Ja. Wenn wir gerade beim Influencing sind, schauen wir uns mal dein wichtigste Arbeitswerkzeug an. Und zwar wäre das dein Handy. Und mich würde wundern, wie lang oder wie oft am Tag ist jemand wie du am Handy? Kannst du uns mal deine Bildschirmzeit zeigen? Das sieht wahrscheinlich heute nicht so gut aus. Ui. Also, heute 5 Stunden 40 Minuten. Und wie ist es aufgeteilt? Was hast du gemacht in diesen 5 Stunden? Safari, 1 Stunde 6 Minuten. Das wären dann die News. Ist es so? Instagram, 39 Minuten. Das geht eigentlich noch, oder? Ich bin seit 5:30 wach. Jetzt sind wir zu Abend 7. WhatsApp, 36 Minuten. Followers, das ist so eine App, um zu schauen, wer mich angefollowt hat. Muss man manchmal aussortieren. Aber das muss laden, da musst du nicht einmal drauf schauen. 21 Minuten. Zalando, ich musste Sachen bestellen. Louis fängt an Fußball zu spielen. 20 Minuten habe ich geshoppt heute. Facebook 19 Minuten, Mail 15 Minuten. Und was ist dein Tagesschnitt? Liegt heute noch etwas drin? Oder wird das Handy jetzt Week. 7 Stunden 55. 7 Stunden 55. Gut, dann darfst du noch ein bisschen. Ja, aber schon viel am Handy. Es ist viel, ja. Es ist sehr viel. Also wenn man das so anschaut, dann ja. Zum Abschluss gehen wir in unsere Schnellfragerunde. Da ist das Ziel für dich, in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Fragen prägnant und kurz zu beantworten. Ich würde sagen, wir fangen an. Bist du stark klar? Ich muss für das ein bisschen spicken. Stark klar? Ja. Gut. Eine Woche im Duschen oder eine Woche im Zähneputzen? Eine Woche im Duschen. Wieso? Weil die Mundhygiene, also es ist beides wichtig. Aber Wochen im Zähneputzen, das kann ich mir jetzt echt nicht vorstellen. Ich meine, duschen, wenn man mal wandern ist oder mal in einer Alphütte geschlafen hat, hat man schon ein paar Mal, vielleicht 2 oder 3 Nächte nicht können duschen. Und das ist aushaltbar. Aber dann Zähneputzen, da hat man Zeug zwischen den Zähnen. Und stinkt. Ja, nein. Was nimmst du auf eine einsame Insel mit? Hat es Strom? Ja. Kann ich noch etwas mitnehmen? Ja. Nein! Das Handy? Ei, da wären wir wieder beim Thema. Gut. Der billigste Anmachspruch, den du je gehört hast? Mich hat schon so lange niemand mehr angemacht. Das ist. Also, das ist ganz verreckt. Wirklich nicht. Das kommt mir nicht in den Sinn. Ich bin nicht mehr interessant. Ich bin weg vom Markt. Man lernt es so stehen. Was liegt auf deinem Nachttisch? Das Handy-Ladekabel. Man muss sie ja laden. Bringt alles mit. Ein Schutzengel von meiner Mami und ein Viertel von der Olympiade. Welcher Sucht bist du verfallen? Nikotinsucht. Also Nicorette, muss man sagen. Ich habe gesnuset. Das ist so eine sportliche Krankheit, weil man sonst ja nichts kann oder darf oder macht. Oder? Es wäre ja schlecht, nicht wahr? Und ganz viele Sportler snoosen, das wissen noch viele nicht. Und ich bin dann aber von dem weg, weil eben, das ist auch nicht gesund, oder? Das ist auch nicht so schön. Und ich wollte Nicorette. Hättest du dich selber gern als Freund oder Freundin? Oh ja, und wie?
Oh ja, und wie. Ich kann zwar laut werden und so, aber ich glaube, mit mir kann man alles ausdiskutieren. Und, muss man sogar, eben, sonst wird ich ein bisschen laut. Nein, ja, logisch. Also, ja. Also eigentlich sage ich mir manchmal, eigentlich hätte ich gerne so ein Gegenüber wie mich, weil dann würden wir uns extrem gut verstehen. Hast du das nicht? Der Rafa ist nicht so einer, der gerne diskutiert. Er ist ein Waage, oder? Er hat gerne Balance. Und ich bin halt ein Skorpion und sehr viel Energie. Und ja, wenn mir etwas nicht passt, dann sage ich es. Es kommt manchmal, ja. Ist Balance ein bisschen auf. Nie mehr Sex oder nie mehr küssen? Das ist gemein. Nie mehr küssen. Du brauchst es. Logisch, wer braucht es schon nicht? Dann danke ich dir vielmals, dass du trotz dem grossen Buch ein Psychli mit uns abgestattet hast. Und wünsche dir alles Gute für die Geburt oder den Kaiserschnitt. Ich denke dann an dich. Danke vielmals, merci.